So, ja, da hätten wir doch mal einmal von Porthos. 2500 Gold hat er mir geschenkt. Und ich nehme dein Geschenk an. Vielen Dank dafür. Und als Dankeschön kriegst du ein Zuschauer-Replay von einem Menschen, der mir das jetzt gerade zugeschickt hat. Der 12, ich wiederhole, 12 Kills in einem einzigen Spiel geschafft hat, ja? Also vielen Dank für deine Spende und dann sehen wir uns jetzt bei dem Let's Play. So, bedanke mich hier nochmal in-game bei dir, ne? Hab mich nochmal bedankt, du bist aber leider offline. Vielen Dank für die kleine Spende und jetzt sehen wir uns bei dem krassen Replay. Also viel Spaß. So Leute, ja, ein Zuschauer-Replay, was mir zugesandt wurde. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich werde es mit euch live kommentieren. Ich weiß nur eins, das wird eines der besten Replays der letzten Monate, definitiv, okay? Denn ich habe das Ergebnis schon gesehen, ihr noch nicht. So. Er sitzt hier in seinem WZ111 1-4, das ist ein Neuner. Und wir sind auf der Map Paris. Ah, mal gucken, was hier so abgeht. Hier muss man immer aufpassen, weil da schon geschossen wird aus der Ecke. Gespottet und geschossen. Ja, seht ihr, der war auf. Hat aber Glück gehabt, dass die Gegner nicht eingeaimt waren und beziehungsweise nicht rechtzeitig dort waren. So, ich gehe mal von der freien Kamera in die Ingame-Kamera. Ja. Ich meine, er spammt zwar hier ein bisschen, aber ich kann ihn auch verstehen, ne? Er ist so ziemlich der Einzige, der hier irgendwie an der Front steht und kämpfen will. Der Rest von seinem Team ist irgendwo da hinten am Rumgammeln. Das ist natürlich nicht so schlau. Na, ich glaube, der denkt sich jetzt, komm, ich habe eh so ein Noob-Team. Das ruckelt irgendwie so komisch. Ich mach mal wieder die freie Kamera an. Vielleicht ist das Replay schon veraltet und deswegen läuft es nicht mehr flüssig. Oh, die sind alle am Basecampen da hinten. Ich mach mal die Minimap ein bisschen größer. Oh, jetzt kommt so ein Oni. Ja, Goldmunition ist geladen. Gut, aber an seiner Stelle, ich meine, der ist alleine hier. Weicht dem ISM da aus. Durch Anschrägen kassiert er einen Abpraller, weil er sich geschickt anschrägt. Kassiert jetzt gerade von allen Seiten. Oh Mann, die haben den so alleine gelassen, ey. Der hat ein richtiges Lappenteam, Alter. Keiner hilft dem irgendwie. Ah, kassiert jetzt einen Abpraller. Fünf zu null schon, ey, mein lieber Scholli. Kann den ISM da schon rausnehmen? Ah, diese WZ-Reihe sind gute Panzer, ne? Aber man muss sie auch spielen können, ne? Jawohl, nimmt den Oni hier auch noch raus. Ah, hat schon mal zwei starke Panzer hier rausgenommen. Sein komplettes Team ist am Basecampen, ne? Nimmt den jetzt auch raus.
Ah, Badget 12 Tonner. Oh, der ist schon wieder umzingelt von allen Seiten. Oh Mann, ey. Ah, der tut mir. Guck mal, wie der mir schon leid tut, Alter. Oh, der ist so low HP, so krass. Ah, da hat der HE geladen. Und mit HE, mit High Explosive, kann man weiche Panzer sehr, sehr schnell rausnehmen, weil die dann maximalen Schaden kassieren. Sehr gut. Der ist eigentlich jetzt schon so gut wie. Alter, der kämpft hier gegen so viele Panzer, ne? Ah, nimmt den Tiger 1 hier raus. Regt sich auch nach hinten ab. Ja, nice. Nimmt den jetzt auch noch raus. Also, der hat ein absolutes AFK-Bot-Team hier. Muss hier alleine gegen eigentlich alle Panzer des Gegners kämpfen, während die anderen da hinten gemütliches Base-Camping betreiben. Also, es gibt Maps, da sollte man. Oh, das war ein Blow-up. 1100 Schaden mit einem einzigen Schuss. Also es gibt manche Maps, so wie Flugplatz, da ist es besser zu campen, aber hier muss man auf jeden Fall auf der Heavy Line Gas geben, auf der Map hier. Natürlich muss auch die Base gedefft sein und die Mitte gespottet sein, aber also er hat unnötig viel HP verloren, dadurch, dass er keine Hilfe hatte. Also diese ganzen HPs, die der verloren hat, die hätte der eigentlich nicht verlieren dürfen oder müssen. Hätte er rechtzeitig mal Hilfe bekommen gegen die ganzen Top-Tier. Oh ja. Ah, geübter Schütze kann auch uneingeaimt treffen, wenn er denn weiß, wohin die Schüsse fliegen, kann er gegensteuern, so gesehen. Ah, jetzt fehlen ihm natürlich die HP-Punkte, um jetzt am Ende nochmal Vollgas zu geben. Übrigens, mit diesem Abschuss hat er jetzt schon die Pool-Medaille gesichert. Die kriegt man nämlich, wenn man alleine 10 Panzer rausnimmt. Also die Pool-Medaille hat er jetzt schon sicher. Mein lieber Scholli, ey, was ein AFK-Bot-Team. Ich würde abdrücken. Ja. Oh, dieses Sidescrapen ist gefährlich. Wenn die Arti den jetzt splasht, kann das schon vorbei sein. Vor allen Dingen der Black Prince da rechts ist. Nice. Und ich glaube, jetzt macht er den entscheidenden Fehler und fährt auf die Mitte der Map. Jetzt fährt er nämlich ins Kreuzfeuer rein. Ich glaube, hier beginnt das Drama seinen Lauf zu nehmen. Mit so wenig HP auf die Mitte der Karte zu fahren, halte ich jetzt für einen sehr, sehr schlechten Schachzug. Zwölf Kills hat er jetzt. Oh ja. Und da wird er rausgenommen. Und da wurde er rausgenommen, meine Damen und Herren. Ja. Hätte er Hilfe gehabt, hätte der jetzt HP und hätte jetzt sogar den Black Prince rausnehmen können und wäre mit 13 Kills rausgegangen und das Spiel gewonnen für sein Team. Dadurch, dass er überhaupt keine Hilfe hatte, ja. Oh, jetzt hätte die Arti cappen müssen. Jetzt hätte die Arti cappen müssen.
Oh, da hinten ist ein Busch. Warum steht der denn nicht da hinten? Ich meine, gut. Wird eh keinen Unterschied machen, weil der Black Prince. Die Arti kann den Black Prince sowieso jetzt nicht mal eben rausnehmen, weil er noch viel zu viel HP hat. Also ich an Artis Stelle wäre jetzt noch ein bisschen abgehauen und hätte versucht, dann irgendwie die Base zu resetten oder so. Weil der Black Prince hat eindeutig zu viel HP. Naja. Ja, wie gesagt, hätte der mal früher Hilfe bekommen, hätte der nicht so viel HP verloren. Und dann hätte der jetzt das Spiel regeln können für sein Team, ne? Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Ja, das dauert viel zu lange, da alleine zu cappen, ne? Ah, und der Black Prince, der schießt relativ schnell. Und gekettet. Und ciao, Kakao. Ja, das kommt dabei raus, wenn man seinem Team nicht rechtzeitig hilft, da verliert man das Spiel, ne? Okay, wir sehen uns bei den Stats, denn es hat sich richtig gelohnt, trotz der Niederlage. So, Gefechtsergebnisse. Einmal Krieger, einmal Großkaliber. Najdin-Medaille. Pool-Medaille für die 12 Kills. Das Ding gemastert. Alter Schwede, 8133 Schaden. 12 Kills. 1120 Einzelerfahrung. 3800 abgewehrt fast. Ja. Unfassbar. 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 Der hat einfach mal fast dreimal so viel Damage oder sagen wir mal zweieinhalb Mal so viel wie der Beste im Gegnerteam. Trotzdem das Spiel verloren, ne? Da sieht man mal, wie schlecht der Rest da mitgewirkt hat. Naja, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns täglich hier wieder, wenn es heißt Akku Power Let's Play World of Tanks täglich. Links in der Beschreibung abchecken und bis morgen.